schönen Sonntag alle zusammen. Wir sind wieder beim nächsten NBA-Sonntag. Letzte Woche war ja All-Star-Game. Der platzierte Sieg auf LeBron James gegen Giannis Antetokounmpos Team ging knapp auf. Damit stehen wir jetzt nach 64 Tipps bei 40 richtigen und knapp 9,47 Einheiten Gewinn. Nicht knapp, sondern ganz genau. Heute das Spitzenspiel um 21.30 Uhr. Die Los Angeles Lakers gegen die Boston Celtics. Ein absoluter Klassiker. Früher schon zu Zeiten von McHale, von Larry Bird, natürlich auch Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Kevin Garnett, Ray Allen, Rajon Rondo. Tradition überhaupt in diesen beiden Teams und man muss auch sagen, dieses Jahr dank der starken Neuzugänge der LA Lakers ist es auch eine Möglichkeit, dass wir diese Konstellation im Final sehen werden. Boston derzeit Dritter im Osten, 9 Siege aus den letzten 10 Spielen, haben sicherlich noch einen Shot auf Platz 2. Ich denke, sie müssen auch aufpassen, haben ein recht junges Team, zwar schon von den Spielen erfahren, aber vom Kader schon jung. Da ist auch noch theoretischer Abfall auf 4-5 vielleicht möglich, aber ich sehe die tatsächlich aufgrund der Tiefe und auch der Homogenität definitiv auf Platz 2 oder 3. Da wird sich nichts mehr ändern. Genauso glaube ich nicht, dass irgendein Team hier noch gegen die Lakers im Westen während der Regular Season anstinken kann. Ich glaube, die Lakers haben einen guten Kader, aber mal schauen, ob das sich dann auch in den Playoffs auswirken wird. Irgendwann muss doch auch bei LeBron James der Zahn der Zeit nagen, weil der ist älter als ich, glaube ich. Traurig, aber wahr. Und wenn ich jetzt eine Runde Tennis spiele oder gestern habe ich irgendwas, habe ich so ein Fitnessgerät aufgebaut und heute noch davon Muskelkater. Klar, er ist Profi, verdient ein paar hundert Millionen mehr als ich, aber trotzdem muss ihm doch auch der Körper mal wehtun. Darum geht es jetzt aber nicht, es geht um die LA Lakers gegen die Boston Celtics und wir schauen uns die Quoten an. Die Lakers haben mit einer 1-4 die Favoritenrolle, haben auch ein Heimspiel. Es ist bereits das zweite Spiel in dieser Saison. 139 zu 107 haben am 21. Januar die Celtics daheim gewonnen. Ich meine aber, dass LA da auf Anthony Davis verzichtet hatte und dementsprechend zerstört haben die Celtics die Lakers. Mein Favorit ist hier tatsächlich, also ich persönlich mag die Celtics definitiv mehr. Ich bin ja kein LeBron James Fan, auch wenn es wirklich respektabel ist, was der Typ da abreißt. Aber wenn ich hier die Quotenverteilung anschaue, dann gefällt mir doch so ein Asian Handicap auf die Boston Celtics sehr, sehr gut. Denn die wollen bestimmt auch ein Spitzenteam schlagen und hier eine 6,5 oder 7, so um den 1,9er Bereich, finde ich nicht uninteressant. Lakers gerade eben gewonnen gegen die Memphis Grizzlies mit 12 Punkten Vorsprung, also schon den Rost quasi losgeworden. Die Celtics haben in Minnesota nach dem All-Star-Game gewonnen, aber ohne Karl Anthony Towns und selbst mit Anthony Towns wären die Timberwolves immer noch die Timberwolves. Also wir halten das mal kurz fest. Wir glauben, dass die Celtics hier schon eine Gewinnchance haben und dementsprechend finde ich das Asian Handicap attraktiver auf die Celtics als auf die Lakers. Hier die Overpunkte, wenn wir gerade gesehen haben, 140 das erste Spiel. Es ist bestimmt ein Highscoring-Game. 222 Punkte, 225 Punkte ist hier auch im Bereich des Möglichen, aber wenn ich mir da jetzt in den nächsten 5-6 Minuten nichts Großartiges mehr einfällt, werde ich das Over-Under nicht spielen. Die Raptors gegen die Pacers. Also die Pacers jetzt wieder endlich zurück mit Nummer 4, Victor Oladipo. Bisher spielt er statsmäßig noch nicht so die wichtige Rolle in Indiana. Wird bestimmt auch noch ein bisschen dauern, bis er kommt. Man muss auch sagen, erstes Spiel Ende Januar, seitdem die Pacers mit einer negativen Bilanz leider, aber ist klar, die Wiedereingliederung ihres Superstars dauert einfach Zeit. Zum Glück haben sie genügend Puffer auf Platz 7 und 8. Brooklyn jetzt mittlerweile auch ohne Kyrie Irving. Muss das Team nicht unbedingt schlechter machen in der Saison, denn Durant ist ja auch nicht dabei, aber
Indiana wird nicht weiter als 6 runterfallen, da muss man auch kein Prophet sein. Und Platz 5 ist theoretisch möglich, falls denn die internen Querelen in Philadelphia so weitergehen wie in den letzten Wochen. Miami ist, glaube ich, zu gefestigt, dass da irgendwas passieren könnte. Diese beiden Teams haben schon dreimal in der Saison gegeneinander gespielt. Das heißt, es ist das abschließende vierte Spiel. Indiana ist mit 120 zu 115 am Weihnachtstag erfolgreich gewesen. Toronto danach im 2 Nächten aufeinander gewonnen. 119 zu 118, sehr, sehr knappes Ding. Und dann 115 zu 106 in Indiana. Dementsprechend sind sie auch in diesem Spiel wieder die Favoriten. Eine 1,5 ist nicht uninteressant. Haben wir jetzt gerade die Phoenix Suns daheim rausgebombt. Indiana hat auch nach dem All-Star-Break 106 zu 98 gegen New York gewonnen. Die beiden Spiele, ich glaube, da können wir uns jetzt nicht irgendwas rausholen. Over-Under, mal gucken. Wir haben hier zwei Ost-Teams, deshalb vermute ich, dass wir auch hier ein Highscoring-Game im Bereich des Möglichen haben. Eine 217, 220 hier um den Dreh, das ist schon nicht gänzlich uninteressant. Die Asian Handicaps so bei 5 finde ich wirklich gut gewählt. Ich meine, dafür werden auch die Buchmacher bezahlt letztendlich oder die Software-Systeme besser. Man sieht hier plus 5, 5,5, 4,5. Ich sehe schon die Raptors im Vorteil, aber die Pacers nicht zu unterschätzen und Oladipo sollte auch irgendwann mal sein Breakout-Game haben. Vielleicht ja jetzt gegen ein starkes Ost-Team. Mal gucken, ob wir hier noch eine Wette platzieren. Stand jetzt eher nicht. Oder halt vielleicht die 1,5er-Quote von Toronto auf mit einer anderen Siegmannschaft kombinieren. Eine 1-1-1 auf die Denver Nuggets. Die haben wir gerade eben schon gesehen, sind Tabellenzweiter. Die Timberwolves machen trotz Trade von D'Angelo Russell da weiter, wo sie aufgehört haben, mit Niederlagen. Stehen jetzt schon bei 16 Niederlagen, 3 und 8, 38 Niederlagen, 16 Siegen und haben auch nur eins der letzten 10 Spiele gewonnen. Genau das Gegenteil, nee, ist es nicht. 6 von 6 der letzten 10 Spiele haben unsere Freunde aus Denver gewonnen. Tabellenzweiter, jetzt 2 Niederlagen in Folge. Schauen wir doch mal ganz kurz, gegen wen das war. Gegen Minnesota haben sie das erste Spiel in dieser Serie 107 zu 100 gewonnen, das zweite Spiel 109 zu 100 und bereits auch hier das dritte Spiel schon, das war knapp 100 zu 98. Uns fällt auf, das sind alles Low-Scoring-Games im Verhältnis der jetzigen NBA. Und die Nuggets haben in Oklahoma verloren und gegen die LA Lakers kann man mal machen bei den letzten beiden Spielen und Minnesota auch jetzt ein Spiel nach dem All-Star-Break. Lass uns mal die Odds anschauen. Towns wird jetzt 2 Wochen, glaube ich, wegen hier ausfallen. Und dementsprechend hoch das Handicap von 14. Finde ich jetzt nicht sexy darauf zu wetten. Vor allem, wenn wir überlegen, wie knapp dann doch die vorherigen Spiele ausgegangen sind. Vielleicht finden wir da aber was beim Over-Under. Also, es ist jetzt ein bisschen Milchmädchenrechnung, aber ich denke mir schon, dass hier so ein Under 226, also die Quotenverteilung ist hier ein bisschen verrückt, aber sagen wir mal so ein bisschen die Under 225, eine 188, könnte man schon mal machen, wenn man überlegt, dass die anderen 3 Spiele eigentlich nicht über 220 Punkte gemacht haben und teilweise sogar unter 200. Also den Tipp halten wir uns mal im Kopf. Ich denke auch, wenn sie gegen Boston zwar auch schon ohne Towns relativ viele Punkte gemacht haben, Denver ist doch eher eine Low-Scoring-Mannschaft oder anders gesagt eine langsam spielende Mannschaft, die dann gerade auch den Defensivfokus gegen die Timberwolves finden sollte. Chicago Bulls gegen Washington Wizards. Hier sind die Handicaps nicht interessant, denn
Eine 1,9 gibt es, das heißt, die werden auch relativ langweilig sein, so bei minus 1 oder so. Kann man sich überlegen, was man da macht. Plus 1, minus 1, ungefähr alles das Gleiche. Die Wizards haben mich enttäuscht. Hab jetzt gedacht, dass, also das denke ich tatsächlich immer noch, dass sie nochmal einen guten Playoff-Push machen werden. Momentan 9. Wie gesagt, Brooklyn jetzt ohne Irving, egal was man von dem hält, er fällt einfach aus. Fakt, schwächt das Team. Die sind auf jeden Fall noch einzuholen. Die Magic auch nicht wirklich überragend diese Saison. Und die Wizards müssen aber dazu die Lottery-Teams besiegen. Das ist ihnen jetzt gerade nicht gelungen, haben das vierte Viertel gerade nach dem All-Star-Break gegen die Cleveland Cavaliers verkackt und dann noch eine gute Führung eigentlich verspielt. Die Bulls nur eine Niederlage oder einen Sieg weg von den Wizards, haben aber bereits 4 Niederlagen mehr. Ich sehe vom Kader her schon ganz klar die Vorteile für Bradley Beal, Thomas Bryant, unser Mo Wagner, Davis Bertans. Es sind schon aus meiner Sicht die besseren Spieler. Auch keine gewagte These. Und Markkanen fällt ja noch ein bisschen aus bei den Bulls. Wizards haben das letzte Spiel 126 zu 114 gewonnen und die beiden anderen Spiele davor verloren. Also Matchup scheint den Wizards nicht so zu liegen. Trotzdem ist meine Tendenz eher hier. Mal schauen, ob wir uns da eine Siegwette gönnen. Für die San Antonio Spurs und vor allem für Greg Popovich wird es jetzt langsam aber Zeit, eine Siegesserie zu starten. Denn die Kollegen haben seit 1900 irgendwas immer die Playoffs erreicht. Und das wäre doch einfach fatal, wenn sie das jetzt nicht mehr schaffen. Letztes Jahr haben sie den Verlust von Kawhi Leonard sehr, sehr stark mit Team Basketball, mit ja, auch einem wirklich gut aufspielenden Duo DeRozan und Aldridge kompensieren können, haben es in die Playoffs geschafft, haben erst im Platz Spiel 7 gegen die Denver Nuggets in den Playoffs verloren, aber diese Saison ist der Wurm drin und jetzt gibt es hier mit Portland, San Antonio, New Orleans, eventuell Sacramento, aber die sind deutlich schwächsten von diesem Vierergespann. Haben auch jetzt nicht so das Teamgefüge wie vielleicht andere, wie zum Beispiel Memphis. Also, wir haben hier ein Vierergespann, was noch Potenzial auf die Playoffs hat. Phoenix, auch wenn sie genauso viel Siege eigentlich haben wie New Orleans und Sacramento, nehme ich außen vor, denn denen traue ich das gar nicht zu. Aber Oklahoma jetzt schon mit einem guten Vorsprung von 9 Siegen, die werden schwer einzuholen zu sein. Trotzdem sehe ich die Schwäche als Dallas an, die derzeit ja, ein bisschen weiter abgefallen sind durch die Verletzungssorgen, Porzingis, Doncic jetzt gestern gegen Atlanta verloren haben, ohne Porzingis, ohne Doncic die beide ausgesetzt haben. Also die sind zu stark, um hier dann wirklich abzufallen. Und ich denke, auch wenn die Jungs noch ein paar Spiele aussetzen werden, wird Dallas irgendwie Sechster oder Siebter werden. Memphis hat den schwersten Schedule der Liga. Das heißt, sie spielen jetzt, wir haben 82 Spiele insgesamt, 56 gespielt. Heißt also, dass noch ungefähr 26 Spiele zu spielen sein werden. Und von diesen 26 Partien spielen sie gegen größtenteils Teams mit einem positiven Record, also die mindestens 50% ihrer Spiele gewonnen haben. New Orleans zum Beispiel hat von diesem Verfolgerfeld den schwächsten Schedule. So, sie spielen gegen Mannschaften, die niedrigste Siegbilanz haben, so kumuliert. San Antonio, jetzt 2 Siege in Folge und sie brauchen unbedingt jetzt mal 5, 6, 7 Win-Streak. Haben ja gestern gegen ein anderes Playoff-Team bereits gewonnen. Lass mal schauen. Und das war bei den Utah Jazz. Davor gegen Oklahoma gewonnen. Gegen Denver verloren. Okay. Und Oklahoma hat gegen Denver gewonnen und davor bereits Oklahoma besiegt. New Orleans besiegt. Also, San Antonio, ich bin einfach ein bisschen Bewunderer dieses Teams. Sie haben bisher zwei, dreimal gegen Oklahoma gespielt, zweimal gewonnen, einmal verloren. Ich bin ein Bewunderer dieses Teams, dieser Franchise, und ich will, dass sie die Playoffs schaffen. Und deshalb
glaube ich auch, dass Popovic die richtige Taktik, die richtige Worte, die richtige Intensität für seine Jungs findet, um in Oklahoma zu bestehen. Nichtsdestotrotz brauchen wir uns nicht denken, dass die Spurs das bessere Team von den Einzelspielern hätten als die Oklahoma City Thunder. Das ist definitiv nicht so. Deshalb gehen wir natürlich nicht auf den reinen Spurs-Sieg, sondern wir sichern uns das ein bisschen ab mit einer Asian Handicap 6 oder 5,5. Um den Dreh hier finde ich alles interessant. Und dann go Spurs, go! Ein weiteres Spiel heute Nacht sind zwei Under 50% Teams. Die Golden State Warriors gegen die New Orleans Pelicans. Die werden natürlich überstrahlt von den Outings oder besser gesagt den Performances von dem Kollegen Zion Williamson in Portland bestanden. Okay, auch wenn die ohne Lillard gespielt haben. Gegen Oklahoma kann man verlieren, davor wieder gegen Portland gewonnen. Ich glaube, da war Lillard dabei und hat sich sogar in diesem Spiel verletzt. In Indiana gegen Chicago. Nicht die besten Teams, aber dementsprechend sehe ich hier auch einen guten Sieg in Golden State. Und wir schauen uns einmal die Over-Under an. Oh, da geht's weit runter. Um die 237 ist keine Line, die mir gefällt. Und tatsächlich bei einer 1-3er-Quote möchte ich jetzt auch gar nicht die Asian Handicaps auf New Orleans oder Golden State anschauen. Ist mir zu heikel. Blazers gegen Pistons. Pistons haben jetzt wirklich alles gemacht, um sich möglichst schlecht zu machen. Andrew Drummond abgegeben gegen nichts. Dann hier einen der Morris, ich meine Markieff Morris, jetzt auch noch gewaved, Reggie Jackson gewaved. Beide haben in LA unterschrieben. Der eine Morris bei den Lakers, der andere Jackson bei den Clippers. Und fünf Niederlagen in Folge. Macht keinen Spaß, Pistons-Fan zu sein. Und vor allem ist die Halle eh schon nicht mehr das, was es früher war. Ihr wisst vielleicht die Leute, die länger dabei waren. Zu Zeiten von Ben Wallace, Chauncey Billups, Rasheed Wallace, wie sie nicht alle heißen, der Stadionsprecher, Detroit Basketball. Und das waren richtig, richtig geile Zeiten. Rip Hamilton, Prince, Tayshaun. Und ach, da, die habe ich gemocht, die habe ich wirklich gemocht und dann auch als die Meisterschaft geholt wurde. Mirotic, ja, nee, nicht Mirotic. Oh mein Gott, wenn es euch einfällt gerade in dem Moment, überlegt nochmal, wie der Rookie heißt, der mittlerweile Bauer geworden ist, Farmer im Draft mit Carmelo Anthony, LeBron James, Darko Milicic. Oh mein Gott, dass ich den Namen vergessen habe, echt schade. Wie dem auch sei, es geht jetzt um die Pistons der Neuzeit. Die haben zwei der letzten 10 Spiele nur gewonnen, stehen bei 19 Niederlagen. Ist auch eigentlich relativ noch in Playoff-Reichweite, aber bis auf Derrick Rose haben wir jetzt auch nichts mehr, was Spaß macht anzuschauen. Und Portland muss diese Spiele gewinnen, hat jetzt schon wieder 3 Niederlagen in Folge. Das können sie sich eigentlich nicht leisten. Und deshalb schauen wir uns ja auch gar nicht mehr die Over-Under an, weil ohne Lillard möchte ich nicht ein Handicap-Spread auf Portland setzen. Aber ich gehe ganz, ganz klar auf den Sieg von Portland. Damit sind wir schon wieder alle Spiele durch. 2, 4, 6, 7 an der Zahl. Ich gehe ganz kurz nochmal in mich und dann kommen die Tipps. Okay, hier kommen die Tipps für heute. Erstes Spiel. Unbedingt anschauen, wenn ihr Basketballfan seid und die Zeit heute habt. Los Angeles Lakers gegen die Boston Celtics. Hier gehen wir auf die Boston Celtics. Asian Handicap plus 7,5 für eine Quote von 1,81. Wir freuen uns, dass die Raptors gegen die Pacers spielen. Zwei Teams, die ich sehr gerne mag. Aber wir werden dementsprechend auf keine Wette eingehen. Da sehe ich keine Wette. Bei den Denver Nuggets gegen die Minnesota Timberwolves werden die Denver Nuggets bestimmt gewinnen. Ich halte nichts von dem Asian Handicap mit 14, das ist mir viel zu hoch. Aber aufgrund der ersten 3 Spiele dieser beiden Teams gegeneinander gehen wir auch hier auf ein nicht so hohes Scoring, sondern wir sagen under 225 Punkte für eine Quote von 1,85.
5. Chicago Bulls gegen Washington Wizards, habe jetzt lange überlegt, aber hey, es macht keinen Sinn, auch wenn die Wizards jetzt gerade gegen die Cavs enttäuscht haben. Ich glaube, dass sie da den schlechtes Gewissen haben und jetzt in Chicago bestehen werden, denn es fallen bei den Bulls zu viele Spieler aus und Beal alleine sollte eigentlich reichen, um die Bulls zu bezwingen. Go Washington. Spurs bei den Oklahoma City Thunder, die Thunder definitiv Favorit, zu Recht, aber wir sichern uns hier mit einem Asian Handicap von 7 zu einer Quote auf oder von 1,73 auf die Spurs ab. Also Spurs plus 7 unser Tipp. Und dann nehmen wir noch eine Zweierquote mit, indem wir diese beiden West-Teams, die noch um die Playoffs chasen, kombinieren. Die Pelicans sollen bei den Warriors gewinnen, Quote 1,3. Gepaart mit der Siegquote der Trailblazers von 1,56 um die Zweierquote. Das sind unsere Tipps. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen da und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und dann heute Abend viel Spaß, wenn ihr den Basketball schaut oder was auch immer ihr macht. Bis zum nächsten Mal, nächsten Sonntag. Einschalten.